Trotz Corona laufen die Prozesse so weiter wie bisher. Dazu gehören auch Audits nach IFS, FSSC und BRC. Nur, was ist anders? Sind Remote Audits die Lösung? Oder auch als Notlösung ungeeignet? Herr Dr. Andreas Daxenberger beantwortet diese Fragen und berichtet von seinen Erfahrungen der Live-Audits. Herzlich willkommen zum BEERS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbehn, ich bin Geschäftsführer von BEERS. Hierzu gehören BEERS Digital, der BEERS Verlag und die BEERS Akademie. Besucher dürfen häufig nicht mehr in Betriebe, Dienstreisen sind auf das Notwendigste reduziert. Was jetzt bei Audits zu beachten ist, erläutert Ihnen Herr Dr. Andreas Daxenberger. Herr Dr. Daxenberger ist staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker und seit 2001 bei TÜV Süd in der Lebensmittelzertifizierung tätig. Er ist Auditor unter anderem für IFS, FSSC und ISO 9001 und Abteilungsleiter Lebensmittel Futtermittel bei der TÜV Süd Management Service GmbH. Diese Folge ist ein Mitschnitt der Online-Seminarserie Corona – Maßnahmen für die Lebensmittelindustrie. Moderiert wird die Online-Seminarserie von Herrn Prof. Dr. Ulrich Nöhle. Ich wollte berichten über unsere Erfahrungen, ja, nicht nur meine persönlichen, sondern auch die von meinen Kollegen. Und der erste Hakler ist schon, nächste Folie, da haben wir sie. Das bin ich. Ich glaube, ich bin auch bekannt hier schon. Da steht meine E-Mail-Adresse drin, gerne auch im Nachgang kann man sich bei mir melden. Ja, zum Inhalt. Ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und über die Erfahrungen sprechen, sondern erst nochmal rekapitulieren, warum sind Audits notwendig und auch vertretbar? Fällt mir gerade ein, wenn Sie zwischenzeitlich, liebe Zuhörer, Fragen haben, Sie können Ihre Mikro, glaube ich, bei BEERS laut schalten lassen und dann auch einfach zwischenfragen. Das macht mir gar nichts aus. Ja, warum sind Audits notwendig und warum sind sie auch vertretbar in gesundheitlicher Hinsicht und auch vielleicht in gesellschaftlicher Hinsicht? Wir leben ja in einer gemeinsamen Verantwortung, in einem Verantwortungsumfeld, wo jeder nicht nur für sich und sein eigentliches Umfeld, sondern auch eine Spur weiterdenken muss. Und da wollte man Ihnen noch ein paar Gedanken dazu geben. Und dann natürlich die Erfahrungen aus dem Auditablauf, Audits on-site, was geht nicht, wie Dr. Nöhle gesagt hat. Bei Remote-Audit-Situationen, was könnte man remote machen? Was ist vielleicht ein Fingerzeig für die Zukunft und wo muss man wirklich vor Ort? Und dann kriegen wir natürlich mit, was so Unternehmen oft sehr schön umgesetzt haben im Sinne der Hygienevorsorgemaßnahmen der zusätzlichen und wie sich die Auswirkungen aufs QM-System gestaltet haben. Ich hoffe, da ist was für Sie dabei, dass Sie was mitnehmen können. Und wie gesagt, bei Fragen bitte nicht zurückhalten, dürfen wir auch gleich zwischendrin stellen. Ja, die GFSI hat sich mal per se das Statement nicht verändert. Sie sehen hier nochmal zitiert vom letzten Mal, 30. März. Die GFSI sagt, die Food Safety Audits, die müssen vor Ort gemacht werden. Einen einzigen Grund gibt es, weshalb eine Nichtdurchführung oder eine Verschiebung des Audits toleriert werden kann. Das sind Reise- und Zutrittsbeschränkungen. Sobald die, und das steht auch in diesem Position Statement drin, sobald die Zutrittsbeschränkungen wieder aufgehoben sind, sind die Audits auch wieder zu machen. Das gilt also für IFS, für BRC, für FSSC 22.000 beispielsweise. Und das heißt, das ist ja kein Vergnügen, das ist auch keine freie Wahl, sondern wenn wir wieder können, müssen wir auch. Da hat die GFSI auch die Gründe dafür.
die ich am Beispiel von IFS darlegen möchte. Der IFS hat im 22. April, also ist dann ein paar Tage später, ist das verteilt worden, gab es so einen speziellen IFS-Corona-Newsletter. Gab es ja damals alle paar Tage. Sich der Dinge dargestellt, die da heißt, nur Audits vor Ort schaffen das nötige Vertrauen in IFS-Zertifikate. Und ein Satz beispielsweise wie, wir sind überzeugt davon, dass IFS-Audits, die durchgeführt werden können, auch durchgeführt werden sollten. Wir wollen zu den üblichen Auditierungspraktiken zurückkehren, sobald die Coronavirus-bezogenen Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben sind. Ja, warum kommt der IFS als jetzt mal führender Food Safety-Zertifizierungsstandard in Deutschland zu dieser Einschätzung? IFS hatte ja zwischenzeitlich gesagt, im Gegensatz zu den anderen GFSI-Standards, wir wollen keine Zertifikatsverlängerung, wir sind ganz strikt, um diese zertifikatslose Zeit zu überbrücken. Kann man einen IFS Remote Surveillance Check machen, nur um bereits geplante IFS Wiederholungsaudits abzufangen, ja, um da eben fest zumindest mal einen Eindruck zu gewinnen, ob das Unternehmen vernünftig weiterarbeitet im Sinne der Standards. Und falls zu geringe Auditorenkapazität zur Verfügung steht in der Nachfolgezeit, dann könnte man als Unternehmen bei der Zertstelle den IFS-GMP-Check on-site wählen. Aber nur dann, das ist keine freie Wahl. Da muss also schon die Zertifizierungsstelle sagen, ja, alle Audits nachholen, die uns da gleichzeitig abgesagt wurden, gleichzeitig schaffen wir nicht, aber beim einen oder anderen könnten wir diesen Tages-GMP-Check machen. Ich denke, da spreche ich auch für die anderen Zertifizierungsstellen, das vielleicht gar nicht nötig zu machen, weil es ist ja dann doch noch ein Termin mehr vor Ort, das will ja keiner. Lieber ein gutes, vernünftiges Audit on site unter Einhaltung der Hygiene, besonderen Hygienemaßnahmen. Warum ist denn der IFS so streng? Lass uns ein bisschen zurückgehen in die Zeit. Wir erinnern uns, dass der IFS dieses Integrity-Programm vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, wo eben auch bei Reklamationen über Unternehmen dann besondere Investigationen stattfinden. Wir erinnern uns, dass der IFS auf verschiedenem Wege unangekündigte Audits ins Leben gerufen hat. Ja, mal in der Regie der Zertifizierungsgesellschaften, mal in der Regie durch den IFS selber. Im Augenblick können die Zertifizierungsverfahren freiwillig unangekündigt, also im Sinne des Standards freiwillig unangekündigt stattfinden. Ja, warum das alles? Einfach um die Aussagekraft und die Belastbarkeit der Zertifikate zu erhöhen, denn es mag Unternehmen geben, die die Rahmenbedingungen eines angekündigten Audits ausnutzen, um zu gewissen Terminen besser dazustehen als in anderen Zeiten des Jahres. Das ist so letztlich der Vorwurf, die Befürchtung, der Verdacht, der beim IFS so mitschwingt. Ja, und das wirkt sich dahin aus, dass IFS, der Einzelhandel sagt, kann es denn sein oder können wir denn ausschließen, dass Unternehmen in Krisenzeiten wie diesen ihr Qualitätssystem vernachlässigen? Ja, manche Lebensmittelunternehmen arbeiten auf Volldampf, manche verlieren leider Geschäft, gerade diejenigen Lebensmittelhersteller, die an die Gastro- und Gastrozulieferer liefern. Die rein an den Einzelhandel liefern, die haben eher mehr Geschäft. Ist klar, weil die Leute sich mehr zu Hause und weniger außer Haus verpflegen. Ja, wie reagieren jetzt die Unternehmen drauf? Laufen die Systeme weiter? Und vor allem, könnte es sein, dass Unternehmen, jetzt sind wir mal ein bisschen böse,
und unterstellen mal, könnte es sein, dass Unternehmen sagen, naja, jetzt kann ja gerade keiner rein, weil wir können guten Gewissens jeden Besucher erstmal vor der Tür stehen lassen. Kein Zutritt, kann keiner was sagen zurzeit. Ja, und vielleicht weniger der IFS, aber man kann ja auch ein Schelm sein und Böses denken und sagen, naja, vielleicht nutzt das eine oder andere Unternehmen, um mal ein bisschen die Hygiene schleifen zu lassen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ja, irgendwann kommen wir mit der Corona-Situation in eine Art Regelbetrieb. Wir werden es so schnell nicht loswerden, aber wir werden vielleicht in den üblichen geregelten Ablauf kommen in der Gesellschaft. Und dann steht auf einmal in den Medien, die bösen Lebensmittelunternehmen und die bösen Einzelhändler, die nutzen die Situation auch noch aus, die schlimme Krisensituation, um auch noch jetzt an der Food Safety zu sparen. Und schon haben wir einen neuen Skandal. Und deshalb sind Audits notwendig. Nicht, weil ein Audit allein glückselig machend ist, aber das ist doch ein Instrument, das beiträgt, um letztlich die Sicherheit, diese Sicherheit der Zertifizierungssysteme aufrechtzuerhalten. Warum sind denn also jetzt Audits, also dass sie notwendig erachtet werden, haben wir gerade diskutiert. Warum sind sie denn vertretbar? Wir Zertifizierungsgesellschaften, wir bestehen auch aus Menschen, wir wollen auch gesund bleiben und wir wollen uns vor allem auch in der Öffentlichkeit und medial, dass wir da richtig dastehen, sprich richtig so, wie wir unser Geschäft verstehen. Und wir als Zertifizierungsgesellschaften, wir sind alle in der Mission unterwegs, Risiken beherrschbar zu machen, was nicht heißt, dass wir Risiken auf null drehen können, also sprich, dass wir Gefahren gleich ganz eliminieren können, aber Risiken beherrschbar zu machen. Und jetzt mal nur um ein Bild zu zeigen, das ist die Kurve, das Balkendiagramm über aus dem jüngsten Lagebericht des Robert-Koch-Instituts von letzter Woche, nämlich über die Anzahl der übermittelten Covid-19-Fälle nach Meldedatum. Und wir sehen, die Maßnahmen haben schon gewirkt. Ja, also das ist durchweg mal, kann man sagen, positiv zu bewerten. Und es hat sich auch herausgestellt, so, jetzt lese ich gerade im Chat, das betrifft nicht mich, Entschuldigung. Okay, dann mache ich weiter. Wir sehen, die Maßnahmen haben gewirkt und jetzt mal im weiteren Kontext können wir ja auch schließen, was sind denn die entscheidenden Maßnahmen gewesen oder sind noch weiterhin, insbesondere sind weiterhin, nämlich Abstand wahren. Und falls der Abstand nicht unbedingt sichergestellt werden kann, dann die Maske. Maske sage ich jetzt ganz salopp für Mund-Nasen-Schutz, / nicht chirurgisch oder klinisch, sondern eben diese soziale Maske. Warum? Vermeidung, dass Sprühnebel-Tröpfcheninfektion aus dem Gesicht in die Umwelt verbreitet wird. Diese zwei Themen, um die geht's und die sind schon sehr, sehr wirksam. Wenn wir uns das vor Augen führen, das rechtfertigt, auch Audits durchzuführen, weil wir sind der Meinung, da sind wir Auditoren auch schützbar. Wir hüpfen ja von einem Unternehmen ins nächste, müssen da also besonders aufpassen. Aber wenn wir das tun, ist das unserer Ansicht nach auch gerechtfertigt. Wir kommen jetzt, also wir sehen das in einem Zusammenhang mit tolerierbaren Risiken. Wir haben jetzt politisch seit letzter Woche eine veröffentlichte Kennzahl, die da heißt Anzahl der Neuinfektionen im Laufe einer Woche pro 100.000 Einwohner. Und die Höhe der Kennzahl wird nicht von den Virologen festgelegt, sondern es ist letztlich ein Ausdruck des demokratischen Willensbildungsprozesses. Was ist denn jetzt hier tolerierbar? Das hängt mit der Struktur des Gesundheitswesens zusammen, mit anderen Fragen. Das sind politische Fragen, keine virologischen mehr. Auf jeden Fall zeigt der ganze Kontext im Rahmen eines jetzt dieser gesellschaftlichen Übereinkunft, halten wir es durchaus vertretbar,
dass wir Auditoren jetzt für unsere Audits und unsere Arbeit und unseren Beitrag letztlich zur Sicherheit in der Gesellschaft unter geschützten, gesteuerten Bedingungen die Audits durchführen. Oder umgekehrt gesagt, wir befinden uns ja in einer gesellschaftlich sehr schwierigen Situation, weil wir uns schwer tun, letztlich die ethischen Grundprinzipien jetzt gegeneinander abzuwägen. Auf jeden Fall sind wir der Überzeugung, nach einer Maxime zu handeln, wo wir sagen, die anderen, sprich die Gesundheit, Sozial- und Sozialberufe und auch sonstige Menschen, die an systemrelevanten Stellen arbeiten, die sollen gefälligst vor Ort. Und wer es vermeiden kann, der soll bitte daheim bleiben und das zu vollem Lohnausgleich. Das ist eine ethisch fragwürdige Maxime. Also sprich, wir müssen schon alle unseren Beitrag leisten, dass das Gesundheitssystem weiter funktioniert und auch, dass die Gesellschaft weiter funktioniert. Und dazu gehören eben die Schutzmaßnahmen, die da mittlerweile, wo man doch gute Kenntnisse hat, dass die Abstand und soziale Maske doch sehr, sehr viel bringen. Und das ist auch schon ein guter Fingerzeig, wie laufen Audits ab und wie können denn Unternehmen sich darauf einstellen. Eins ist uns immer noch wichtig, was wir Auditoren auch immer wieder sagen. Ich denke jetzt schon einen Schritt voraus an den Arbeitsplatz, wo wir sitzen. Es gab in der Vergangenheit eine medizinische Veröffentlichung, die von verschiedener Stelle verschieden interpretiert wurde. Und zwar, da geht es um die Frage, wie lang bleiben denn diese Viren auf Oberflächen virulent? Wie lang kann man sich denn da anstecken, wenn ich mich wohin sitze, auf einen Tisch, wo irgendwann mal ein Erkrankter gesessen ist? Und da hat die Universität Greifswald im Journal of Hospital Infection im Februar eine Arbeit veröffentlicht, die unterschiedlich interpretiert wurde. Und ich mache es jetzt mal kurz. Die Medien haben das Ergebnis rausgeschlossen, das Virus bleibt auf Oberflächen 7 Tage gefährlich, wohingegen fachmedizinisch-wissenschaftliche Einrichtungen, wie sowohl die WHO als auch dann in deutscher Fassform das Bundesinstitut für Risikobewertung gesagt hat, in der Schlussfolgerung müssen wir sagen, das Virus bleibt unter experimentellen provokativen Bedingungen auf Oberflächen bis zu 7 Tage erhalten. In der Praxis spielt das aber eine sehr geringe Rolle. Denn das Virus hat eine Hülle. Die Hüllenpartikel, das sind übrigens unsere Zellbestandteile aus unseren Lungen. Die schützen nicht etwa das Virus, sondern ganz im Gegenteil. Die machen es sehr empfindlich gegen UV-Licht beispielsweise, Trockenheit. Die sorgen aber auch dafür, dass das Virus sehr gerne dann eben haften bleibt auf der Oberfläche. Vielleicht dort noch nachweisbar ist, aber nicht mehr von der Oberfläche weggeht und in letztlich dann Krankheiten überträgt. Und es ist sehr, sehr empfindlich gegenüber Seife allein schon und Desinfektionsmittel. Und wenn da draufsteht, begrenzt Viruzid, dann ist damit gemeint, begrenzt heißt, wirkt für alle behüllten Viren sowieso vollumfänglich. Also nicht etwa teilwirksam, sondern es heißt, für die behüllten Viren wie Covid-19 sehr wohl voll wirksam. Also, wir müssen uns beim Audit darum kümmern, dass die Tröpfcheninfektion vermieden wird. Über die Oberflächen, sagt BfR und WHO, da ist natürlich denkbar, wenn die kurz vorher mit Viren kontaminiert wurden, dann sind Schmierinfektionen möglicherweise denkbar. Da müssen wir dran denken. Also mit einer gesunden Menschenverstands-Herangehensweise beim Audit kann man da schon sehr viel erreichen. Auch was Kleidung angeht, ein Waschen bei 60 Grad, einschließlich Waschlauge und so weiter, das wird die Viren
praktisch töten. Und das Ganze, ich habe jetzt da ein bisschen mehr ins Fachliche ausgeholt, um den Unterbau zu legen, den fachlichen, warum können wir denn vernünftig auditieren und warum können Unternehmen auch vernünftig weiterarbeiten. Und es ist uns doch wichtig, dass wir das nicht per Dekret festlegen, sondern dass wir das begründen, warum wir auditieren können. Abstand haben wir schon oft genug gesprochen, Mund-Nasen-Schutz ebenfalls. Auch da eben, ich sage es nochmal, die soziale Maske genügt. Wenn jemand wirklich krank ist, dann muss er sowieso daheim bleiben. Auch wenn er, muss er nicht mal schwere Infektionskrankheit haben, da zähle ich ja auch eine Bagatellerkältung dazu. Hände waschen nicht vergessen, Oberflächen sauber halten. Was heißt jetzt sauber halten? Also es ist schon im Audit angebracht, dass man nicht dauernd die Position wechseln. Also es zeigt sich dann schon, es bietet sich an, der Auditor kriegt einen Arbeitsplatz, vielleicht in einem Besprechungsraum. Und ich sag's mal so, den muss man jetzt nicht alle Stunde mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren. Ja, einfach noch Menschenverstand, lass uns den einfach nochmal abwischen mit Seife und heißem Wasser. Oder das wird schon sehr, sehr viel bringen, denn wenn so ein Partikel, wie gesagt, mal auf der Oberfläche klebt, der klebt da erstmal. Zum Thema Raumhygiene auch, eine gute Belüftung, das schadet nie. Aber dran denken, nicht unbedingt eine Zugluft schaffen. Sollte irgendwo tatsächlich ein Erregeremittent sein, dann sollte keineswegs der Zugluft immer in dieselbe Richtung gehen, um dann genau einen, der im Zug sitzt, besonders stark zu betreffen. Wir können im Audit Sozialkontakte reduzieren, wir werden sie aber nicht blockieren. Persönliche Audits, persönliche Interviews in Audits sind möglich. Und es geziemt sich und es gebietet sich, da dann eine Maske zu tragen. Auch, dass der Auditor sich nicht direkt an einen Schreibtisch setzt von jemandem. Da kann man dann sagen, Stichwort Oberfläche. Ja, wenn ich jetzt dahin spreche, dann ist möglicherweise mein Sprühnebel, die Partikel, noch kurze Zeit danach virulent. Sicher nicht länger, aber kann man in dem Fall gut vermeiden als Auditor. Setzt man sich oder stellt man sich in ordentlicher Entfernung hin. Man kann auch mal von hinten schräg auf einen Bildschirm schauen. Man kann, wenn man da eine Maske auf hat, dann denke ich, ist auch das Thema Sprühnebel beim Sprechen beherrscht. Man kann aber auch in Besprechungsräume umziehen und nicht am Büroarbeitsplätzen unbedingt auditieren. Dann können die Kollegen aus den Büroarbeitsplätzen die Unterlagen mitnehmen und die kann man dann auch übergeben in einem Besprechungsraum. Ja, und dann streckt man die Hand aus, dann sind vielleicht die Handspitzen in 27 cm Abstand, aber man ist dann doch, es hängt jetzt von der Armlänge ab, also mein Arm müsste lang genug sein hier, also dann ist man auf jeden Fall 1,50 Meter voneinander weg. Man kann aber auch Unterlagen am Bildschirm anschauen. Häufigere Händewaschpausen, das ist auch nicht schwierig, schadet eh nicht zum Erhalt der Leistungsfähigkeit nach jeder Session, nach jedem Thema, mal kurze Durchschnaufpause. Man kann auch mal einen Schluck trinken und man kann auch mal einen Happen essen. Das BfR hat ja auch klar gesagt, von Lebensmitteln, die hygienisch behandelt wurden, geht auch kein Risiko aus. Stichwort Hülle auf dem Virus. Der Virus, wenn sich mal auf eine Fettoberfläche setzt, dann geht die Lipidstruktur auf der Oberfläche verloren, dann ist er auch nicht mehr virulent, zumindest in praktischer Sicht. Also aus den letztlich Facherkenntnissen, die wir haben, können wir sagen, auf diesem Wege können wir ja mit vertretbarem Risiko, ich sage jetzt nicht mit Null Risiko werden wir in puncto Corona kaum mehr haben, aber mit vertretbarem Risiko arbeiten. Herr Daxenberger? Bitte? Wir haben eine Frage im Chat. Können Sie das sehen? Ja, ich kann es sehen. Vom Herrn Langbehn. Ja, genau. Richtig.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Sicherheitsstandard beschrieben, dass Homeoffice, wo immer es geht, umzusetzen ist. Wie bewerten Sie als Herr Dieter, wenn zum Audit Ihre Ansprechpartner im Homeoffice sind und Sie sich mit einem Zoom unterhalten müssen? Im Betrieb läuft alles 1A. Also, das ist möglich. Das ist ja letztlich nur eine Erweiterung dessen, wenn wir sagen, wir können uns als Auditor auch an Bildschirmen Unterlagen anschauen und ob jetzt die Auskunftsperson in 5 Meter Abstand im Besprechungsraum sitzt, in 15 Meter Abstand im benachbarten Büro oder einen Schritt weiter sogar im Homeoffice. Das ist vom Auditergebnis einerlei. Kleine Unwägbarkeit haben wir da. Beispielsweise der IFS sieht das aktuell nicht vor. Das ist also ein Thema, was im Augenblick wir Zertstellen noch mit dem IFS diskutieren. Wir haben das als Zertstelle allerdings auch schon gemacht. Hat auch funktioniert und voll erfolgreich und auch mit Zustimmung des IFS. Ja. Also sprich, das geht. Eine kurze Unterbrechung. Im IFS 7 Version Draft gibt es viele Neuerungen. So Vorgaben für Food Defense, Dokumentation von CCPs und CPs, Meldungen an die Zertifizierungsstelle und vieles mehr. Details zu diesen Neuerungen und zur Implementierung in Ihrem Unternehmen erhalten Sie auf dem Online-Seminar am 9. und 10. Juli 2020. Ohne Reiseaufwand werden Ihre Fragen beantwortet. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte im Beers-Shop auf die Seite www.beers.de/7286. Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Wie ist das bei ISO FSSC? Also ISO, die ISO-Welt, da ist es viel einfacher, das Thema Remote zu auditieren. Bei FSSC 22.000, das ist ja eher GFSI-Standard. Da geht eher in die Richtung IFS. Wobei auch ein Teil, ich sage mal so, wir Zertstellen sind ja auch noch da. Das heißt, wir sind auch noch der Filter, wo wir sagen können, wo können wir denn wirklich, ohne den Standard zu verletzen, ordentlich und gut auditieren. Es gibt nämlich ein paar oder eine insbesondere Voraussetzung für, wie Remote funktioniert. Das sehen wir hier. Ich fange jetzt mal mit dem Bildchen an, was da eingeblendet ist. Wir haben so die Erfahrung gemacht, wenn wir Auditoren Admin-Funktionen zu uns bitten, um Dinge zu erklären, dann sind die Menschen geneigt, Beispiele mitzubringen. Und dann ganz freundlich, hier habe ich auch gleich ein schönes Beispiel für Sie mitgebracht. Da sieht man dann sehr schön, wie wir da agieren. Strich durch die Rechnung, das sehen Sie hier, denn das ist nicht gute Auditpraxis. Gute Auditpraxis ist, dass der Auditor die Stichprobe wählt. Das kann dann dazu führen, dass der Auditor auch mal die Auskunftsperson aus dem Unternehmen wieder zurückbittet und sagt, könnten Sie mir bitte genau den Nachweis, genau das Dokument, also das gleichartige Dokument, was Sie dabei haben, aber genau für meine Stichprobe holen. Genau das will ich sehen, nichts anderes. Das ist wichtig, dran zu denken. Das ist so unsere Erfahrung. Dieses Beispiel mitbringen, hier kann ich Ihnen besonders schön zeigen, dass das hat nichts mit Auditieren zu tun. So geht's leider nicht. Also wichtig ist bei allen Arten von Remote Audits, Remote Situationen, dass der Auditor die Möglichkeit hat, diese Stichproben zu wählen, dass dann auch genau diese Stichproben beantwortet werden können, sprich, dass genau die Daten, die zur Stichprobe gehören, auch zugänglich gemacht werden. Das kann durch Videozuschalten auch funktionieren. Das wird im Audit auch öfters erfolgen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, im Audit 2 bis 3 Auskunftspersonen genügen. Ja, 2 ist eh klar, dass der Auditor da oder dass der Auditierte auch noch
noch jemanden dabei hat, dass der Auditor da gut versorgt werden kann und vielleicht auch nochmal ein dritter mit gehörigen Abstand. Aber mehr braucht man im Audit-Team nicht. Also so kann man doch gut arbeiten, das haben wir schon festgestellt. Und was wir auch festgestellt haben, wir sind zum Glück, bleiben wir noch alle Menschen, wir rücken einfach aufeinander zu. Wenn wir miteinander arbeiten, 1,50 Meter oder 2 oder noch mehr Abstand, das ist nicht menschlich. Ich glaube, dass die soziale übliche Distanz, die ist so ein Dreiviertel Meter oder irgend sowas in der Größenordnung. Und je mehr man im Audit dann die Situation als normal wahrnimmt, dann denkt man immer dran und dann rückt man auch mal zu nah aufeinander zu. Und deshalb die Bitte an uns, sollten wir Auditoren Ihnen zu nah auf die Pelle rücken, dann kann man ja sagen, halt, das ist jetzt ein bisschen nah oder umgekehrt auch, das haben wir auch schon gesehen, haben wir gesagt, ich finde es ja sehr, sehr schönes, aufschlussreiches Gespräch, aber jetzt gehen wir wieder auf Abstand. Das kann man ja mit einem Schmunzeln machen, weil wir genau wissen, das meint ja keiner böse, das ist, wir sind halt Menschen zum Glück. Und wenn man sich nicht gerade hasst, dann rückt man normalerweise ein bisschen näher als 1,50. Ja, die Auditoren. Herr Dachsenberger, es ist noch eine zweite Frage von Herrn Langbehn eingegangen. Ja. Wie ist bei ISO und habe ich die nicht beantwortet? Wie ist das bei ISO und FSSC? Ist da noch eine? Nee, das war die. Ach so, alles klar. Gut. Herr Dachsenberger, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, es empfiehlt sich, wenn Sie erst Ihren Vortrag zu Ende machen, aus Zeitgründen, dann alle Fragen am Schluss gesammelt. Sonst kommen wir mit. Ja, danke. Okay. Gut. Jawohl. Ich glaube, viel habe ich eh nicht mehr. Wir Auditoren richten uns auf jeden Fall an die, was die Hygiene angeht, an die Maßgaben des Unternehmens, sofern sie denn mindestens nach den amtlichen Vorgaben erfolgen. Also sprich, das müssen wir ja so oder so als Auditoren. Und wenn das Unternehmen strengere hat, dann richten wir uns natürlich danach. Also die amtliche Vorgabe ist ja nicht, dass an jedem Arbeitsplatz immer jeder Mensch eine Maske aufhaben muss. Aber sobald sie eben die Situation zeigt, dass man auch mal näher als 1,50 oder 2 Meter kommen kann, dann wird halt die Maske aufgesetzt. Für Brillenträger wie mich machen wir ein bisschen doof, aber man gewöhnt sich dran und mit ein bisschen Atemtechnik, dann kriegt man das auch hin. Ja, auf Unternehmensebene, was haben wir denn so festgestellt? Ja, wie ich schon gesagt habe, die einen arbeiten Volldampf, die andere leider nur halb. Hoffen wir, dass das alles wieder sich ausbalanciert. Die meisten unserer, kann ich jetzt schon sagen, was wir jetzt da in den letzten 6 Wochen festgestellt haben, die haben sich gut darauf eingestellt, die Unternehmen, alles mit sehr, sehr viel Arbeit. Beispielsweise die Fahrer wurden geschult, wie ist das Verhalten beim Kunden, wenn man eben entlädt. Wie ist das in den Administrationsbüros und an den in Produktionsstandorten? Wie gehen wir da um? Machen wir Wechselschichten, wechselnde Besetzung? Entzerren wir das alles? Wie viel Homeoffice-Anteile gibt's? Da kann ja auch mal halbtagesweise und so weiter gehen. Es mag möglicherweise auch, der eine oder andere hat das schon, letztlich Fieber gemessen beim Besucher. Machen wir natürlich dann mit als Auditoren. Wobei wir aber sagen, Vorsicht bei so Alibi-Scheinhygienemaßnahmen. Eine Belegschaft entschlüsselt sowas schnell, wo eine Maßnahme Alibi ist. Und es ist ja immer so, wenn dann einer Temperatur gemessen kriegt und hat keine erhöhte Temperatur, dann schwingt ja mit, dass er ungefährlich ist. Aber das wollen wir ja nicht. Das soll ja jeder unabhängig, wer er ist, eben dann die soziale Maske aufsetzen und die Distanz wahren. Die QM-Systeme, das haben unsere Kunden sehr, sehr gut gemacht. Die laufen routiniert weiter. Wir respektieren natürlich auch, dass es möglicherweise Unternehmen gibt, die einen höheren Sicherheitsanspruch haben hinsichtlich der Vorsorgemaßnahmen. Beispielsweise haben uns schon Unternehmen, die nach Pharma-GMP zertifiziert sind, weil sie zum Beispiel Arzneikräuter verarbeiten, die eben nach wie vor keinen reinlassen, in Abstimmung oder sogar auf Anordnung der zuständigen Behörde. Ja, und manche Unternehmen, die haben jetzt gerade ganz prickelnde Zeit, weil sie eben gerade in 6 Wochen die Kultur XY gerade, Spinat oder Spargel oder was auch immer eingeht. Da darf wirklich nichts passieren, da darf keiner ausfallen. Die tun sich ein bisschen schwerer, ich sag's mal so, mit Audits. Auf Audit-Ebene
Was wir akzeptieren, das können wir schon auch sagen, wenn sich Corona-bedingt beispielsweise externe Wartungen gemäß Plan verschieben, ja, dann ist das okay, wenn das nicht gleich ein Jahr verschoben wird, sondern alles in plausibler, nachvollziehbarer Weise. Wenn formale Sachen wie ja, Lieferantenbewertungen, ja, wenn die Daten zusammenfließen, aber die formale Bewertung dann nicht im April abgeschlossen wird, sondern wenn das Unternehmen sagt, Verschiebung im QM-Plan, das machen wir im Juli fertig, ja, das akzeptieren wir. Das ist ja alles noch im System. Das ist plausibel, dafür hat man ja so Pläne, ja, dass man auch mal Termine verschieben kann. Aber was man nicht verschieben kann, das ist, wenn man Termine hat, um Abweichungen abzubauen. Ja, wenn wir vor Ort sind und stellen beim Audit eben fest, das sind, ja, ich sage jetzt Bagatellschäden, aber doch Schäden, die repariert werden müssen für bauliche Schäden. Und die sind halt noch da und der Handwerker konnte noch nicht kommen. Dann müssen wir es halt nach wie vor beanstanden. Da können wir jetzt auch nicht sagen, ja, wegen Corona ist eine Abweichung keine Abweichung. Das geht nicht. Natürlich geht auch nicht, haben wir auch schon gehabt, dass dann Corona als Ausrede benutzt wird, weil im Dezember 2019 eine geplante Wartung nicht erfolgt ist, nichts ist dokumentiert. Dann nachträglich als Corona-Thema zu behandeln, das ist nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern, naja, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. So leicht kann man uns Auditoren auch nicht dann X von Y vormachen. Was wir aber festgestellt haben, sehr oft eine konzentriertere Arbeitsatmosphäre, kleinere Gruppen, weniger Geschwätzigkeit, ist ein bisschen negativer Begriff, vielleicht sagen wir auch weniger Ratschen mit der Maske. Die Maske erfordert eine klarere Aussprache. Das habe ich mir zum Beispiel persönlich ans Herz nehmen müssen. Und ja, aber insgesamt bei kleineren Gruppen gibt es auch kleinere Gruppendynamiken, insbesondere wenn dann verschiedene Abteilungen, verschiedene Hierarchiestufen zusammensitzen. Es muss nicht alles von allen gesagt werden, ich sag's mal so. Das hat sich zum Teil sogar eine wirklich sehr positive Audit-Atmosphäre ausgewirkt. Ja, bei den Remote-Themen, was wir wie Remote bisher gemacht haben, da haben wir ja so Teil-Remote bei ISO 22000, bei ISO geht das ja. Vollständiges Remote bei PharmicOS war ausnahmsweise möglich und dann gab es diese Remote-Risikobewertungen, ob wir denn Zertifikate verlängern dürfen. Haben wir ja vor 5 Wochen, glaube ich, war es, drüber gesprochen. Kann ich das bestätigen, was wir da im Vorfeld eh schon quasi vermutet hatten. Herstellprozesse und wie es der IFS auch sagt, da hat so eine Remote-Situation nur beschränkte Aussagekraft. Der Auditor lässt vor Ort ja einen Blick schweifen, schaut nach oben, schaut rundherum, ja, hört auch, riecht auch mal, hat so einen siebten Sinn, ja, wo ihn was besonders interessiert. Und Remote steuert dann, in dem Fall habe ich mal die Frau gewählt, die Kamerafrau, da geht schon viel, viel verloren. Für was Remote mal geht, man kann sich mal zeigen lassen, ob eine konkrete Korrekturmaßnahme gemacht ist, die der Auditor möglicherweise persönlich kennt, irgendein Fehler in der Hygieneschleuse, dann kann er sich die mal genau remote auch filmen oder fotografieren lassen. Da geht schon mal punktuell was, aber nur im Sinne einer Inspektion quasi, aber nicht im Sinne eines Gesamtaudits. In den Admin-Funktionen, in den Verwaltungsfunktionen ist die Situation ein bisschen anders. Das haben wir ja auch schon, glaube ich, jetzt mehrfach angedeutet, dass man da durchaus bei konkreten Fragen auch remote gut auditieren können. Wenn man zum Beispiel in der Audit-Stichprobe, Produkt-Stichprobe, ich habe mir ein Produkt rausgezogen, genau dieses Produkt von dem Tag in der Charge, bitte das Chargenprotokoll, bitte das CCP-Überwachungsprotokoll, was auch immer. Das geht auch unserer Ansicht remote recht gut. Nein, nicht recht gut, sondern das geht. Bei komplexen Fragen, wo es aufs betriebliche Zusammenwirken geht, wo man auch sekundäre Kommunikationsinhalte wie Gesichtsausdruck, Gestik oder sowas auch mal braucht, um als Auditor ein richtiges, rundes Bild zu kriegen, das wird remote auch ein bisschen schwierig.
Aber wichtig ist, sofern eben die Teilfragen da sind und die Stichprobenhaftigkeit konsequent befolgt wird, kann man remote machen für Teilfragen. Es ist anstrengender, das muss uns auch bewusst sein. Aber man kommt auch schneller durch und dann braucht man ein paar Minuten Pause. Die Frage beantworte ich dann zum Schluss, weil ich glaube, ich bin jetzt schon fast am Schluss. Genau, Fazit. Audits sind bewährter Teil unseres Wirtschaftslebens. Nach unserer Einschätzung in der gesellschaftlich allgemein akzeptierten Risikobewertung ist das Audit von vor Ort Audits tragbar, wenn man sie denn richtig macht, unter Einhaltung der Hygienebedingungen. Die Ergebnisse sind auch stichhaltig, hat etwas mehr Bildschirmcharakter, also etwas mehr Meeting Room Charakter, Besprechungsraum mit Bildschirm. Da ist dran zu denken, derjenige, der einen Computer und einen Bildschirm bedient, der ist geneigt, sehr schnell zu scrollen. Und der Auditor, der geht dann mit seinen Augen auf und ab und links und rechts und vor und zurück und das ist sehr ermüdend. Da ist der Auditor nie unfreundlich, wenn er sagt, halt, 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 langsam, langsam, langsam. Er kommt sonst schlichtweg nicht mit. Aber auch das übt man dann als Auditor und als Unternehmen schnell ein. In sozialer, menschlicher Sicht kann man das im Augenblick durchaus machen. Diese Remote-Techniken unserer Einschätzung, das ist eine Chance für die Zukunft, sowohl für das interne Audit, für das Lieferanten-Audit, möglicherweise auch in der Zertifizierung. Das heißt ja nicht, dass Remote allein glückselig machend ist. Aber das eine oder andere, wenn mal eine konkrete Frage ist, ein konkretes Thema, kann man remote machen. Ich spinne jetzt mal, ohne irgendwie mit Standardgebern das abgestimmt zu haben. Warum nicht, wenn ich eine Auditzeit von, sagen wir mal, 10 Stunden habe, warum nicht einen Tag vor Ort und nochmal 2 Stunden remote, dass ich mir die Übernachtung spare? Das ist, vielleicht kann ich dann die Reiseplanung effizienter machen, dann spare ich mir Kilometer, spare ich mir Sprit, spare ich mir Kohlendioxid. Das Thema ist ja nicht weg. Also vielleicht geht da was in die Richtung. Das wäre unsere große Hoffnung. Ja, und kleines Bonmot zum Schluss, was für den Auditor fast am mühsamsten ist, bei diesen Audits die eingeschränkte Gastronomie. Das ist dann kein Spaß, aber ich sage mal so, wenn das die größte Sorge ist vom Auditor, dann sind wir schon ganz schön weit positiv gekommen. Auch das wird der Auditor überleben. Ja, Sie merken schon, das ist jetzt ein bisschen spaßige Aussage. Damit möchte ich mich bedanken. Ich freue mich über Ihre Fragen. Eines kann ich schon lesen. Ja, Herr Dachsenberger, schönen Dank, dass Sie uns diesen Überblick gegeben haben. Wie Sie schon gerade anfangen, bitte die Fragen als nächstes beantworten. Ich darf die Teilnehmer gleich bitten, weitere Fragen jetzt sofort an Herrn Dachsenberger einzuklimpern. Herr Dachsenberger, die erste Frage von Herrn. Die erste Frage. Ich rekapituliere kurz die Frage. Ja. Würde eine nicht abgeschlossene, geschlossene korrektive Maßnahme im IFS, die offensichtlich aufgrund von Corona verzögert wurde, einfach nur offen gelassen oder auch als Major bewertet? Also jetzt sage ich so, ist immer schwierig, sowas pauschal zu beantworten, weil es vom Einzelfall abhängt. Aber ich sage mal, Major muss sich ja geben, wenn ein Standardkriterium in erheblichem Maße nicht erfüllt ist und insbesondere, wenn die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigt ist. Und wenn die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigt ist, dann ist die beeinträchtigt, ob jetzt Corona-Krise ist oder nicht. Also da bleibt Major, bleibt dann Major. Wenn ich aber sage, vielleicht ist das auch dann der Hintergrund dieser Frage, eine nicht durchführte Korrekturmaßnahme ist ja im IFS ein K.O. Und wenn dann das Unternehmen sagt, du, ich muss hier korrigieren, ja, aber es ist kein Belang der Lebensmittelsicherheit, aber der Handwerker kommt nicht, dann kann ich als Auditor durchaus sagen, dann ist halt nach wie vor dieser Hygienemangel, dieser bauliche nach wie vor da, dann kann ich nicht tun, als ob er nicht da ist, der ist ja da, den werde ich dann bewerten mit C oder mit D,
aber ich werde keinesfalls ein K.U. geben im Sinne von Korrekturmaßnahmen nicht fristgerecht umgesetzt. Das wäre dann auch, denke ich, falsch, ja. Ja, naja, ich sag mal, wir können das schon konkretisieren. Nehmen wir mal ein sehr einfaches Beispiel. Ein Autoklav erreicht nicht die vorgesehene Temperatur. Es muss ein Techniker von außen kommen, der kommt aber nicht, wegen Corona, ist auch vollkommen egal, er kommt nicht. Und die Autoklaventemperatur und der F-Wert wird nicht erreicht. Da kann ja der Unternehmer nicht sagen, ja, tut mir leid, wir sterilisieren hier jetzt mit falschem F-Wert, weil der Techniker kommt nicht. Sorry, genau. Da muss ich aufhören, die Anlage zu betreiben, sonst ist das darauf hergestellte Lebensmittel nicht sicher. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Genau. Also wenn Sicherheit beeinträchtigt ist, ja. Also jetzt im Sinne von F-Wert, das sieht ja vermutlich nach CCP sogar aus, dann bin ich im K.U.-Kriterium, dann ist K.U. Wenn es ein Beispiel wäre, wo kein K.U.-Kriterium betroffen wäre, dann wäre es auf jeden Fall ein Major. Ja. Ja. Genau. Also die Lebensmittelsicherheit kann nicht durch Corona Ausreden, in welcher Form auch immer, umgangen werden. So. So, und der Teilnehmer meint jetzt, er meinte auch K.O., klar, ohne Food Safety Hintergrund. Ja, ich hoffe, das habe ich geantwortet. Wenn das eine Abweichung ist, die korrigiert werden musste, ich sage jetzt so, wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn ich beim Audit bin im Juli 2019 und da ist eine Maßnahme, die das Unternehmen vernünftigerweise vielleicht im August oder September hätte lösen können, aber was machen sie? Machen erstmal nichts und 6 Wochen vor dem Audit fällt ihnen auf, weh, da haben wir ja noch Maßnahmen offen, jetzt kümmern wir uns schön langsam mal dran, um die Abweichungen zu beheben. In so einer Situation muss ich dann sagen, jetzt wird es schwer für mich als Auditor. Was ich damit sagen will, machen Sie wirklich, wenn Sie vom Audit Abweichungen bekommen, C- und D-Abweichungen, kümmern Sie sich darum, dass die rasch behoben werden. Dann haben Sie es hinter sich. Es kommt zum Glück nicht jedes Jahr und nicht jedes Jahrzehnt so eine undankbare Situation, so eine weltweite Gesundheitskrise. Aber es kann immer irgendein Mist dazwischen kommen. Deshalb, was zu machen ist, bitte machen. Und nicht erst kurz vorm Audit schauen, dass man die Abweichungen sauber kriegt. Ja, okay. Ja, an die Teilnehmer bitte noch weitere Fragen. Sie können sich auch gerne durch Handzeichen melden, indem Sie unten rechts auf das Handsymbol gehen und sich mit Ton oder mit Bild und Ton hinzuschalten. Solange die Teilnehmer noch Fragen sich ausdenken, Herr Dachsenberger, habe ich natürlich noch 20 Fragen hinter der Tür. Überprüfen die Auditoren die sogenannte Gefährdungsanalyse nach diesem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Arbeitsministeriums? Sie wissen, da steht drin, jeder Betrieb hat nichts mit Lebensmittelbetrieb zu tun. Alle Betriebe müssen eine Gefährdungsanalyse durchführen, Maßnahmen ergreifen und selbige dokumentieren. Überprüfen Sie das. Konkret beim Food Safety Audits konkret nicht, also direkt nicht, sage ich ganz offen. Wir sind halt einen Standard gebunden und indirekt, klar, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ist immer die Pflicht des Unternehmers. Theoretisch könnte ich auch beim IFS auch alle möglichen gesetzlichen Anforderungen prüfen. Wir prüfen das dahingehend, dass wir uns vergewissern, hat das Unternehmen Vorsorge getroffen, also diese Aspekte berücksichtigt, um die Kontinuität des QM-Systems zu berücksichtigen. Das ist uns wichtig, das QM-System muss weiterlaufen, auch wenn mal der QMB in Quarantäne ist. Ja, und das heißt schon, ohne Vorsorgemaßnahmen, ohne Risikobewertung wird er es nicht schaffen. Ja, ich stelle indirekt ja. Nein, ich habe die Frage natürlich aus einem sehr konkreten Hintergrund gestellt. Ich berichte auch gleich darüber. Die Situation in dem Schlachthof bei Westfleisch in Coesfeld ist ja übers Wochenende eskaliert. Das Gericht hat einen Eilantrag abgelehnt. Begründung, das Unternehmen hätte keine angemessene Gefährdungsanalyse gemacht beziehungsweise die daraus abzuleitenden Maßnahmen nicht angemessen umgesetzt. Und das Gericht hat den Betrieb geschlossen. Nicht das Gesundheitsamt, nicht das Veterinäramt, sondern das Amt für Arbeitsschutz. Deswegen frage ich. Das heißt,
werden die Auditoren Arbeitsschutzstandards in diesem Falle mit in das Audit einbeziehen? Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel liefern aus eigener Erfahrung, weit ab von Corona-Thematik. Ich sitze jetzt hier, aber ich bin 1,83 groß. Ich glaube, Herr Nöhli, Sie sind noch ein Stück größer. Das kann sein, dass man sich auch mal einen Kopf anschlägt. Und das ist mir auch mal bei einem Audit passiert. Und das war ganz witzig dann am Ende. Ich habe mich nicht schwer verletzt. Aber die ganze Belegschaft dort war aus Menschen, die waren eher unter 1,75. Die konnten da an einer Stelle unten durchgehen. Ich habe es trotzdem beanstandet, weil ich gesagt habe, da ist die Lebensmittelhygiene nicht gesichert, weil ein größerer Mensch, der kommt da gar nicht hin, der haut sich vorher den Kopf so an, dass er nicht an die Maschine zum Reinigen kommt. Also natürlich, sobald die Lebensmittelhygiene betroffen ist, werden wir Arbeitsschutzbelange auch berücksichtigen. Aber wie gesagt, ein IFS-Audit ist kein Arbeitsschutzaudit. Immer nur indirekt betrachtet. Ja, okay. Gut, dann an die Teilnehmer. Bitte nutzen Sie die Chance, weitere Fragen an Herrn Daxenberger zu stellen. Und solange mache ich noch weiter. Herr Daxenberger, nächste Frage von mir. Geschäftsführer entscheidet, ich lasse hier niemanden Fremdes in meinen Betrieb rein. Keine Lkw-Fahrer, keine Gäste in die Kantine, einfach niemanden. Sagt dem Auditor, Sie können hier gerne ein Remote-Audit machen, aber in den Betrieb kommen Sie nicht. Was tun Sie? Wir machen es so, wie der Geschäftsführer sagt. Wir machen es Remote-Audit, sofern es der Standard zulässt. Ja. Wenn es der Standard nicht zulässt, folgen wir der Weisung des Standardgebers, des Unternehmens. Übrigens gilt das auch generell. Ja, also das heißt, lassen wir mal die Corona-Situation weg, wenn der Geschäftsführer oder das Unternehmen sagt, Sie kommen hier nicht rein. Ja, wir sind ja keine Staatsanwaltschaft, wir haben ja keine Befugnisse. Dann gehen wir da natürlich auch nicht rein. Und im Augenblick gilt noch, wenn ein Audit nicht stattfindet aufgrund dessen, dass das Unternehmen sagt, Corona-Vorsorgemaßnahmen nach unserer Risikobewertung nach wie vor kein Zutritt, wird der Standardgeber daraus keine Sanktion ableiten. Gut, okay, jetzt werde ich natürlich doch noch ein bisschen bösartig und gehe noch eine Stufe schärfer rein. Ich führe Sie dann als Auditor lustig durchs Lager und durch noch 10 schicke, völlig bedeutungslose Abteilungen. Und dann wollen Sie in die Wurstaufschneiderabteilung. Und dann sage ich, nee, wissen Sie, da jetzt gerade nicht, wegen Corona. Aber ins Lager. Selbstverständlich. Dann müssen wir sagen, ahnen, ja. Da stimmt was nicht. Ja? Genau, nee, dann können wir auch nicht auditieren, weil das ist das ein unvollständiges Audit, wenn wir das nicht sehen können. Und auf Basis eines unvollständigen Audits können wir auch keine Zertifikatsentscheidung treffen. Also sprich, es gibt dann auch kein Zertifikat. Ja. Beziehungsweise umgekehrt bei Standards wie FSSC, wo es auch Überwachungssituationen gibt, dann ist das Audit eben nicht abgeschlossen und ja, und alles andere hängt wieder vom Einzelfall ab. Wenn ich den Verdacht habe, dass da irgendwas schief geht, ja gut, Verdacht ist Verdacht, aber das Audit ist dann eben nicht abgeschlossen. Dann hätte man sich es gleich sparen können. Ja. Ja, das ist dann leider so. Insofern empfiehlt sich's übrigens als Unternehmen, wenn jemand ein unangekündigtes Schema gewählt hat, zum Beispiel freiwillig bei IFS, bei FSSC gibt es auch ein verpflichtendes, also jetzt zweite Überwachungsaudit, unangekündigtes Audit. Da haben die Zertstellen sind eine Korrespondenz im Unternehmen. Aber sollte da irgendwas unklar sein, darf natürlich das Unternehmen auf die Zertstelle zugehen und sagen, hey, wie ist denn das bei euch? Wir haben doch unangekündigtes Audit gewählt, das war noch nicht. Wisst zwar schon, dass ihr bei uns nicht rein könnt zurzeit. Ja, dann Sache der Fairness, einfach Bescheid geben. Ja, gut. Nein, das ist ja schon eine wichtige wichtiger Hinweis, Sie haben es ja zu Anfang gesagt, Sie lassen durchaus mit sich reden, aber wenn Sie den Verdacht haben, dann nutzt jemand Corona aus, um möglicherweise Prozesse oder Betriebsteile auszublenden, dann sagen Sie irgendwo Stopp. Ja, habe ich Sie da so richtig verstanden? Ja, da spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, das ist eher theoretisch. Das kann man eben, wie gesagt, ganz nüchtern sagen. Ein Audit muss vollständig und normkonform sein und wenn es das nicht ist, dann gibt es kein Zertifikat. Ja. Das hat jetzt auch gar nichts mit
Strafe oder Sanktion oder irgendwas zu tun. Das ist ja auch nicht Arbeit der Zertifizierungsstellen. Wir haben dann was nicht gesehen, was wir sehen müssen, können wir kein Zertifikat machen. Ja. Allerdings, ich sage es mal so, wenn wir in so eine Situation kommen, wie Sie jetzt skizziert haben, ja, lieber Herr Auditor, Sie kommen überall rein, bloß die Leisterabteilung jetzt nicht, dann halten wir das für uns. Wir können das Audit halt nicht fertig machen mit den entsprechenden Konsequenzen, außer wir haben den Verdacht oder wir sehen schon da drin, schaut so aus, dass wir rechnen müssen, dass da möglicherweise die Gesundheit gefährdet wird. Dann könnte es sein, dass wir im Unternehmen sagen, du pass auf, lieber Unternehmer, du hast hier einen Fall der Meldeverpflichtung an deine Behörde. Du kannst im Augenblick keine sicheren Lebensmittel herstellen. Würden aber auch nicht mehr an die Behörden gehen, sondern wir würden es dem Unternehmen schriftlich geben und sagen, nach unserer Einschätzung, hast du ein Problem, melde an die Behörde, bevor es irgendjemand anders meldet. Details zu den Neuerungen im IFS Version 7 Draft erhalten Sie auf dem Online-Seminar am 9. und 10. Juli 2020. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte im BEARS-Shop auf die Seite www.beers.de/7286 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Weitere Informationen und Link finden Sie in den Folgenotizen. Unsere Bitte, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung und ein Feedback auf iTunes. Abonnieren Sie diesen Podcast, um auf jede neue Folge hingewiesen zu werden. Selbstverständlich können Sie dieses jederzeit rückgängig machen. Sie können diesen Podcast auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen. Näheres dazu erfahren Sie in den angehängten Folgenotizen. Ihr Arno Langbein.